Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play League of Legends. Dieses Mal wieder eine Runde alleine und ich spiele mit einem meiner neuen Lieblingschamps, Zilean. Zilean ist so ziemlich der, weiß ich nicht, unterschätzteste und am wenigsten gespielteste Champs und genau das macht ihn für mich attraktiv. Man könnte also, so, wenn man Böses will, sogar irgendwie behaupten, ich bin eine Art League of Legends Hipster. Warum spiele ich Zilean? Erstens, weil er so einen furchtbaren Hass gegen Volibear hat. Zweitens, der unglaublich lustig zu spielen ist und die meisten ihn unterschätzen. Early Game finde ich ist der richtig krass. Leider ist er, Erstes Blut. oh, wie passiert denn sowas dauernd? Die Vasallen sind erschienen. Leider ist er, Endgame im 1 gegen 1 nicht mehr so toll. Aber er kann ganze Teamfights ganz schnell wenden, indem er einfach den richtigen wiederbelebt. Sein Crowd Control ist ebenfalls ziemlich krass. Und an sich ist es ein Champ, der übelst lustig zu spielen ist. Macht auf jeden Fall Spaß mit dem. Wir haben hier in der Mitte einen Akali. Diese Akali werden wir vor Level 6 auf jeden Fall fisten, weil wir einfach keine Chance geben, irgendwas zu machen. Wir werden jetzt hier ein bisschen Last hitten. Unsere Auto-Attack-Range ist relativ groß. Dann machen wir nochmal so ein Ding hier drauf. Dann rennen die mal aus den Creeps raus, weil sie ihre verbündeten Creeps nicht schädigen wollen. Ich werde jetzt einfach nur ein bisschen Auto-Attacken hier. Wenn sie wiederkommt, kriegt sie noch eine Bombe. So, die weiß schon, was ihr blüht. Die hat schon Angst. Die kriegt halt noch eine Bombe. Dann kriegt sie noch ein paar Auto-Attacks. Ach, so lustig, dieser Champ. So, ich habe übrigens einen relativ defensiven Start genommen. Da Zilean relativ schnell out of Mana ist, jetzt hat sie schon ihren Ding da, egal, den AOE-Damage wird sie höchstwahrscheinlich auch bekommen haben. Schätze ich jetzt einfach mal. Wobei, nee, die hat relativ viel Leben. Ich glaube, die hat sie nicht bekommen. Ich glaube, die war schlau genug, da auszuweichen. So, hat sie nochmal eine Doppelbombe bekommen. Oh, das Ding möchte ich haben. So, sobald es wieder auftaucht, bekommst du noch eine Bombe. Zack, Bombe. Bäm, da geht sie hoch. Sobald ich die nächste Bombe fertig habe, ist sie tot. Ganz klar, da kriegt sie eine Bombe, Doppelbombe, Ignite und tot. Nein, kein Mana! Blitz verschwendet, ich Vollhorst. Ah, das passiert mir so oft. Ich Vollhorst. Komm, nimm noch einen Mana-Trank direkt hinterher. Das fängt schon gut an. Ah, das passiert immer wieder. Deswegen packe ich so viele Mana-Tränke anfangs ein. Komm her, traust du dich, Akali? Na, komm. Na, schade. Auf den alten Trick ist sie nicht reingefallen. Zack, noch eine Bombe. Das Blöde ist, diese Doppelbombe kostet relativ viel Mana, deswegen werde ich gleich noch einen Mana-Trank schlucken. Wie viel? Ach, die hat gar keine Tränke mehr. So, jetzt müsste die ja nicht drauf gehen. Zack, das war's für sie. Ziemlich lustig für mich, die ganze Geschichte. Da die Gegner meist sterben, wenn die schon längst außer Sicht sind. Was macht denn Shyvana da? Keine Ahnung, ich habe einfach jetzt. Die haben übrigens eine Double Top, wie es aussieht. Die haben keinen Jungler. Das heißt, ich kann die eigentlich die ganze Zeit am Tower fesseln. Jetzt hole ich mir zuallererst die Träne. Und noch ein paar Mana-Tränke. Und. Oh. Ah, ich Vollidiot! Verkaufen. Auch wenn das jetzt Geldverlust gibt. Und weil ich ein ganz gemeiner Arsch bin, auch so eine schöne Vision Ward dazu, um Akali noch mehr zu ärgern. Diese Ward wird Akali jetzt so auf den Sack gehen, hoffe ich einfach mal. Was hat die überhaupt für eine Reichweite? Ich weiß es gar nicht. Ich werde die mal ziemlich mittig platzieren. Oder eher auf ihrer Seite. Weil meistens versteckt die sich, ich werde sie ja ziemlich hart pushen. Kann ich ja auch machen, da sie ja keinen Jungler hat. Orakel ist mir zu teuer und macht mich außerdem nur zu einem Ziel. Jetzt noch eine Bombe auf den. Weil es so lustig ist. Ich die noch ein Auto-Attack. So, jetzt wird sie mich gleich angreifen. Oder sie kriegt eine Bombe.
Zu lustig einfach. Ach, zu gut. So. Die wird ihre ganz... Ach, die hat schon wieder keine Mana-Tränke mehr. Das war schon wieder ihr letzter. So, richtig. Noch eine Bombe. und unsere Botlane kackt ab. Wieso eigentlich? Brook. Brook. Zack. Die Ward wird Akali ganz schön auf den Sack gehen. Gleich wird sie hier wieder ihr Feld machen und denken, oh, guck mal, ich bin in Sicherheit. Was ist... ja, ich komme sofort. Ah, schade. Ja, vielen Dank für den Blue Buff. Ich weiß, dass du mich nicht hören kannst, aber ich danke... Oh, oh, jetzt greife ich nicht mehr an. Oh, schnell, schnell, schnell. Oh, meine Bombe. Schön. Vielen Dank für den Blue Buff, der wird mir ziemlich hilfreich sein. Akali fühlt sich hier ziemlich in Sicherheit. Och, arme kleine Akali. Arme, arme kleine Akali. Okay, komm, Akali, komm. Oh, hä? Ich hab doch ganz klar den Mauszeiger auf Akali gehabt. Ärgerlich. So, jetzt habe ich erstmal einen Blue Buff. Die holt sich jetzt wahrscheinlich gleich ihren ab. Zack. Bombe. Zu lustig. So, pass auf, geh in dein Feld, geh in dein Feld. Na, komm, Akali. Und sie ist tot und ich lebe. Zu gut, dieser Champ. Er ist einfach zu gut. Ach, so lustig. Ich kann auch nichts machen. Jetzt werde ich einfach die ganze Zeit mein W-Spam. Mana habe ich genug. Außerdem steckt sich so meine Träne. Und wenn das nicht noch genug wäre, meine Ulti verkürzt die Abklingzeit. So, hier noch eine Träne drauf. Träne, sag ich schon, eine Bombe. Zack. Noch ein Auto-Attack. Hier noch ein Auto-Attack drauf. Ach, schade, zu früh. Hier noch eine Bombe. Weil das Ganze so lustig ist. Nein, den möchte ich haben. Und direkt weiter gepusht. Nochmal W gedrückt, damit sich mein Ulti auch schön verkürzt. So, wie sieht's aus? Irgendjemand der SS? Nein. Der SS-Ping kam noch nicht, dann ping ich jetzt mal SS. Akali wird ganken, weil die ist schon so... Ach, das ist Shyvana. Weil die ist schon so lange weg. Das ist merkwürdig. An einem anschlagen. Noch den. Den. Wo ist Nakali? Da oben ist sie doch. Ich hab's doch gewusst, dass sie ganken geht. So, ich habe auf jeden Fall im Chat hier verschwundene Gegner gepinkt. Das mehrmals. Der Gegner hat einen Turm zerstört. So, direkt hier eine Doppelbombe drauf, weil ich es kann. Sugar beschwert sich wieder mal zu Unrecht. Na, typisch Sugar irgendwie. Och, schade, es ist meine Ward hier abgelaufen. Das heißt, die Bitch wird in ihrem Felder wieder ziemlich sicher sein. Hat wieder eine Bombe drauf bekommen. Was? No say no go? Keine Ahnung, was das heißen soll. So, jetzt wieder ein bisschen pushen. Ich habe ja noch mein Revive, der mich retten wird. Vielleicht kaufe ich mir einfach mal... Ja, jetzt streiten sie natürlich, dass ich angeblich wieder nicht SS gesagt hätte. Ich habe gepingt, das steht... Und es kommt außerdem noch eine Chat-Nachricht. Wenn es nur der Ping wäre, würde ich sagen, okay, eventuell haben sie recht. So, jetzt haue ich einfach mal hier ab. Oh. Oh. So, das war ein nice SS. Da hätte ich eigentlich drauf kommen müssen, dass die jetzt hier ganken. Ich kaufe mir einfach mal einen frühen Schutzengel, weil ich es kann. Oder nee, erstmal die Schuhe. Erstmal die Schuhe. Und aus Spaß hätte ich mir... Ach genau, und dazu noch natürlich noch meine Ward. Wo habe ich sie denn? Hier.
Kaufe ich noch eine zweite dazu? Klar, ich habe die Kohle. Ich habe ja die Batzen. Oh, Robin, wenn du das jetzt gucken könntest. Ja, wär zu gut. Wird dir nicht verstehen, ist ein Insider zwischen meinen Kollegen und mir, aber die gucken eh meine Let's Plays nicht. So, die hat wieder ihr schönes Feld und denkt, sie wäre in Sicherheit. Dann kommt aber der böse, böse Ziel hier an. Zack. Zack. Und stirbt sie? Ja. So lustig, dieser Champ. Der ist einfach nur ein richtiger Schlag in die Fresse. Für jeden, der Early Game nicht übelst stark ist. Ach, zu gut. Zu gut. Ach, richtig lustig. Und keiner, das Geile ist auch, keiner kennt diesen Champ, weil kein Arsch diesen Champ spielt. Wenn man, ich weiß, wenn man Jax spielt, jeder weiß, Jax kann stunnen, anspringen und dann seine Magieresistenz erhöhen und all die Kacke. Jeder weiß, dass Volibear schnell rennen kann und diesen Flip. Aber wer, Zilean kennt keinen Arsch. Und deswegen Tower Dive noch immer alle Zilean und so eine Scheiße. Das sind die dümmsten Sachen, die Leute teilweise da abziehen. Weil sie einfach nicht wissen, was Zilean drauf hat. So, hier noch eine Bombe. Ach nein, renn doch nicht weg. Ah, wo kommt der denn her? Blöpp. Ja, komm, willst du mich Tower-Diven? Willst. Oh, er will mich nicht Tower-Diven. So, jetzt werde ich erstmal zur Sicherheit hier noch eine Ward hinstellen. Blöpp. Weil ich das Gefühl habe, dass sie mich gleich Tower-Diven werden. Falscher Ping. Ich meinte den hier. Oh. Dieser Yi weiß, glaube ich, was Zilean kann. Der ist sofort abgehauen nach seinem Sprung. Erstmal einen Trank nehmen. Ich meine, wofür habe ich den gekauft? Ja, komm. Mach den fertig. Blöpp. Der wird gleich wieder springen. Hm. Ach so. Vielen Dank für den Blue Buff. Ich komme geschwind wie ein Zilean. Wie hat sie das denn gekriegt? Wie zoll hat sie das denn hingekriegt? Das war jetzt ganz bestimmt nicht meine Schuld. Also sowas überhaupt nicht meine Schuld. Was soll ich jetzt machen sollen? Es ist zwar ihre Schuld, aber ich nehme sie nicht übel, muss ich sagen. Oh. Blöpp. Dann hat sie nochmal einen Revive bekommen. Zilean ist so ein Arsch. Oh, zu gut. Da, jetzt muss ich aber erstmal zurück, weil du dämliche Fotze beim Blue Buff geklaut hast. Blöpp! Noch eine Bombe. So, den Cooldown reduzieren. Ach, zu lustig. Wer hat der 10 Sekunden Ulti? Mein Cooldown? Mein Cooldown von meiner Ulti ist wirklich arschniedrig. Das liegt daran, dass ich ihn jetzt die ganze Zeit mit dem W reduzieren kann. Ach so. Nee, ich habe aber keinen Mana. Aber ich habe dafür noch. Flip! Und über Slow. Und sie ist explodiert. Zu gut. Einfach nur übelst lustig. So, jetzt werde ich mir gleich erstmal einen Schutzengel kaufen, weil ich es kann. Och. Ich spiele einfach jetzt mal Trollzian. Diesen Namen habe ich mir gerade ausgedacht. Deswegen hört sich auch so beschissen an. Okay, was brauche ich denn für Schutzengel? Schutzengel gibt, soweit ich weiß, Rüstung und wird aus dem hier gebaut. Dort ist er. Dann hole ich mir aber erstmal Magieresistenz. Verkaufe das Fläschchen hier. Und hole mir dazu noch Rüstung, weil Akali irgendwie so beide Schaden macht. So. Erstmal den Cooldown reduzieren in der Basis. Hätte ich gerade schon machen sollen beim Einkaufen. Hätte ich jetzt nochmal drücken können. Aber der Cooldown ist eh jetzt so gut wie abgelaufen. So, jetzt ist der Zauber schon so gut wie wieder bereit. Lux Support. Haben wir Lux Support? Ja. Oh, da kommt Volibear. Ich hasse Volibear. Hier kann man es sehen. Hass gegen gepanzerten Bären. Ja. Blöpp und noch eine Bombe. Übrigens, mit jedem Punkt, den man in das W reinsteckt, wird der Cooldown vom W noch weiter reduziert. Ich glaube, hinterher hat W 5 Sekunden Cooldown. Das heißt, alle 5 Sekunden wird der Cooldown der Ulti um 10 Sekunden reduziert.
Das heißt, dann hat hinterher die Ulti einen Arsch. Ah, jetzt hat er den gekriegt. Oh. Oh. Nicht gut. Gut, da habe ich gepusht. Keine Ahnung, warum vier auf der Bot sind. Oh. Aha. Gut, aber da wird die jetzt sterben, soweit ich das sehe. Hier kommt nochmal Zion und versucht, die Lux zu retten. Nein, Lux, renn zu mir! Lux, renn zu mir! Okay, Lux stirbt nicht. Zilean rettet wieder alles. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe Angst, dass da welche drin sind. Blöpp, Bombe. Ach, da kommen sie schon. Komm, rennt. Ja, genau, Volibear. Stell dich neben meine Bombe. Das macht ein schlauer Bär. Blöpp, slow. Recast, Bombe. Volibear igniten. Oder Sona igniten. Na sehen, ich kann sie eh gleich igniten. Blöpp. Hinterher. Sona Bombe. Volibear Bombe. Volibear Slow. Volibear Ignite. Und Volibear tot. Los, jetzt noch ein bisschen auf Varus. Ich kann mich wiederbeleben, das weißt du, aber sie ignoriert das einfach mal. Habe ich einen Ulti schon auf mich gemacht? Oder was fliegt da so um mich rum? Waren das die Stacks von Varus? Sehen die nicht anders aus? Ach stimmt, ein bisschen anderer Varus. Das ist ja ein Varus-Skin. Vielleicht hat er noch andere... einen anderen Skill. Ja, jetzt hole ich erst noch Schutzengel, weil ich es kann. Weil ich die Gegner einfach mal richtig verarschen möchte. So, cooldown sind alle runter. Cassian eine Bombe auf mich. Stackt ein bisschen die Tränen in der Basis. Und weiter geht's. Ziele hat einfach so ein Troll. Und das Schlimme ist, die meisten Trollpicks, die ich kenne, sind schlechte Champs. So, weiß ich nicht. Irgendwas, was eigentlich gar nicht wirklich gut im Team ist. Weiß ich nicht, sowas wie Apehi. Klar, Apehi ist jetzt nicht so ein Trollpick. Ist das ein AP? Nee, das ist ein Adehi. Ah. Okay. Und slow. Nee, das war nicht das Slow. Das hier ist das Slow. Doch. Ja, komm, du meinst echt, du kannst mich am... Schön, Shogard, ich bin stolz auf dich. Ich musste nicht mal meine Ulti dafür einsetzen. Ah, und ich habe außerdem noch einen Schutzengel. Ah, super, Shogard. So, was ist denn noch so gut wie Zilean? Eigentlich sollte man das hier rushen, deswegen kaufe ich jetzt erstmal einen Lebenskristall. So, mich selbst, mir selbst eine Bombe und Cooldown reduzieren. Das in der Basis mache ich einfach immer, um die Träne zu stacken. Die stackt hier eigentlich relativ langsam gerade. So, wie... Oh, 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 oh. Arme Lux, arme Lux. Oh, oh, oh. Schöner MF, schöner MF. Ein Gegner wurde getötet. Oh, oh, oh. Mhm. Hm? Wo ist denn jetzt Akali? Komm, MF, geh rein. Da ist Akali. There is the Akali. Blöp, blöp, blöp. Nochmal Bombe. Oh, Akali macht sich unsichtbar. Kann mir scheißegal sein. Hier hast du eine Ward. So, mich schnell machen. Und Akali wieder. Zack. Ja, war doch klar, dass sie nicht unten lang gehen wird, oder? Zack, und Akali ist tot. Wir haben jetzt zwar ziemlich lange gechased und die hat ihren Job eigentlich ganz gut gemacht. Ich hole mir jetzt meinen Golem ab. Wäre schön, wenn er mir dabei helfen könnte. Aber kein Arsch hilft mir. Weil Zilean hat ziemlich Probleme mit dem Golem. Alleine. Weil er hat halt nur seine Bombe und Zilean ist einfach ein übelster Burster. Und aber kein DPS-Mage, bei weitem nicht. Ja, komm schon, Lux, dankeschön. Hier, er macht einmal Doppelbombe und das war's dann auch schon mit seinem Schadensoutput. Ja, Lux, das war's jetzt. WTF, Lux! Warum? Oh. Ich bin Lux, ich bin Supporter, ich brauche den Blue Buff. Warum kommt Supporter immer auf die Idee, Blue Buff zu brauchen? Klar, wenn ich so Rake bin, habe ich auch gern Blue Buff. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, danach zu fragen. Es sei denn,
Ja, Soraka, stirb. Genau. Ach, Soraka ist nicht schon. Stirb. So, Cho'Gath, schaffst du das? Nee, Cho'Gath ist... Natürlich müssen wieder alle ohne den Zilean kämpfen. Zilean, wer ist das denn? Den kenne ich nicht. Der verdient nicht mal einen Blue Buff. Na egal, ich habe hier meinen Schutzengel. Ich habe meinen zweiten Schutzengel. Da oben ist ein Akali, der wieder auf die Fresse bekommt. Wie eigentlich Akalis immer auf die Fresse bekommen. Genau, ist es die Shyvana schuld? Können sogar sein, weiß ich nicht. Zack, Doppelbombe, weil ich keinen Bock habe zu warten. Okay, da kommt ein fetter Adehi, vor dem ich ziemlich Respekt habe. Weil nach meiner Doppelbombe war es das mit meinem Schaden. Ja, komm, Volibear, traust du dich? Blöpp, slow. Was macht er denn da? Keine Ahnung, was der da abzieht. Ich weiß auch nicht, warum ich den Kill bekommen habe. Irgendwer hat Cho'Gath hier aufgefressen, aber pff, Jamaika. Hier, kriegst noch eine Bombe drauf. Wenn du auf ihn drauf springst, macht die auch noch Schaden. Und sie macht es aber nicht. So, da oben ist Akali wieder und macht irgendeine Kacke. Vielleicht will ich einfach mal Tank Zilean. Nee, ich brauch Schaden für meine Bombe. Ich meine, Tank Zilean wäre dann doch ein bisschen zu troll. Aber ich sterbe auch nicht mehr, ne? Oh, da unten geht Shyvana wieder. Baden, habe ich das Gefühl. Fick dich, Shyvana, geh zurück! Ach so, das sind, ach, ihr seid schon drei? Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe nur dich gesehen. Blöp. Und ich lebe wieder. Was eine Überraschung. Oh, Zilean lebt wieder. Und ach, und Zilean hat auch noch Yi bekommen. So, jetzt kriegt die hier eine Doppelbombe. Blöp. So, Flash über die Wand. Oh, und Zilean ist wieder tot. So, ich mache noch einen Kill. Einfach, weil ich so ein übelster Arsch bin. Oh ja, zu gut. Zu gut. Oh. Wie ist nochmal der Song von Portal? Still alive. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. Oh, und ich hab grad nen Blue Buff bekommen. Der war wohl von Lux.